Die Innovation bei Cellform besteht darin, dass wir einen Serienprozess entwickelt haben, der die beiden Hauptnachteile von Wasserstoff als Hauptenergieträger kompensiert. Zum einen Preis und zum anderen technische Effizienz. Das ist uns dadurch gelungen, dass wir zum einen eine Umformtechnologie entwickelt haben, die die filigransten und damit effizientesten Bipolarplatten umsetzbar macht. Und das Ganze in einem Serienprozess, der eine einmalig niedrige Taktung hat. Das heißt, wir sind in der Lage, sehr, sehr schnell Bipolarplatten zu produzieren und somit den Kostenfaktor, der das Produkt auf das Gesamtsystem hat, möglichst niedrig zu halten. Eine Bipolarplatte ist ein Hauptbestandteil der Brennstoffzelle. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Wasserstoff im Allgemeinen. Und die Bipolarplatte ist dafür da, in dem sogenannten Brennstoffzellen- oder Elektrolyse-Stack die Gase innerhalb dieser Zellen zu verteilen. Wir haben eine ebene Folie und müssen diese ebene Folie in die einbaufähige Bipolarplatte überführen. Das heißt, wir müssen sie erstmal umformen. Ich kann ein Material mit einem Umformansatz nur so weit bringen, bis es eben theoretisch ganz kurz vorm Risspunkt ist. Und da waren eben andere Herstellverfahren in der Vergangenheit nicht in der Lage, solche Geometrien umzusetzen, die wir bei Cellform umsetzen. Zu Cellform gehören einmal die Gebhardt Werkzeugbau, die für die Umformtechnik zuständig ist. Dann die Firma Askea Feinmechanik, die das Laserschweißen verantwortet. Und die Firma Hagel Automation, die die ganze Anlagentechnik entwickelt. Wenn ich für die Firma Cellform in die Zukunft blicken darf, dann denke ich, werden sie mit ihrem Fertigungsprozess einen wesentlichen Beitrag für die Dekarbonisierung der zukünftigen Mobilität leisten. Die Konstellation mit meinem Schwiegersohn ist eine ganz besondere. Wir kennen uns schon seit über einem Jahrzehnt und haben eine gewisse Vertrauensstellung. Und mit diesem Vertrauen ist es möglich, jenseits von irgendwelchen Hierarchien eine ganz besondere Zusammenarbeit durchzuführen, wo man die Vorteile von meiner Generation und seiner Generation vereinen kann.